Ziegelwand, ich male die mal fertig. Wenn ich also hier eine Ziegelwand habe und da gibt es verschiedene Werkstoffe, dass das nicht bloß purer Ton ist, sondern da macht man es auch so, dass man hier Lufteinschlüsse, das ist keine echte Luft, sondern das macht man so, dass man hier beim Brennen der Ziegel, also bei richtig viel Hitze, dass da drinnen in dem Lehm, den man nimmt, dass da Holzstückchen drin sind, die dann verbrennen und die bringen dann Gasblasen rein. Also habe ich wieder Gas, Gas leitet die Wärme schlecht, also geht das. Das ist die eine Variante. Viel schicker ist, wenn ich sage, ich nehme hier dazwischen Styropor. Styropor kennen wir, das ist Plastikmaterial mit viel Luft dazwischen. Und wenn ich diese Schicht hier davor schalte und dann meinetwegen noch außen verputze, dann habe ich hier auch eine Wärmedämmung erreicht. Also Wärmedämmung auf verschiedene Art und Weise muss man, sollte man bei Häusern auch machen, damit nicht so viel passiert. Und noch was, ich kann auch hier noch einen Luftspalt lassen. Hier Luft und hier drinnen Luftbläschen. Luftbläschen, ne? Und das hier ist der Putz, damit Styropor nicht einfach so kaputt geht. Also der Putz hat relativ wenig Wärmedämmfunktion. Ich könnte auch diese Wand normal verputzen, dann hätte ich das gleiche. Also irgendwas muss ich hier mitmachen. Und das hier sind kleine Gaseinschlüsse im Ton. Im Ton. Ton meine ich jetzt nicht Tatütata oder sonst was, sondern in dem Ton Lehm, sage ich mal, einfach dazu. Und die entstehen durch das Brennen. Noch eine Sache, die vielleicht unterschätzt wird, sagen wir mal. Nehmen wir mal an, wir haben einen normalen Dachboden. Ich habe hier einfache Tonziegel drauf. Naja, dann macht man Folgendes. Dann gibt es eine Schicht, und zwar Steinwolle. Ja, das ist, und die piekt auch ganz doll, also Steinwolle. Das ist tatsächlich aus Siliziumdioxid, das werde ich später noch lernen. Das ist also nichts weiteres als aufgeschäumter Sand. Und das bildet gerne so stachliche, ganz feine, böse Spitzen. Das heißt, wenn man mit Steinwolle in Berührung kommt, kann es passieren, dass einem plötzlich irgendwas im Finger sticht und man weiß nicht warum. Und die Steinwolle, die hat aber ganz viel Luft dazwischen. Also, wieder das gleiche Prinzip. Luft leitet schlecht. Und wir haben hier eine Wärmedämmung drunter. Und so weiter. Und um das Ganze noch ein bisschen zu verschärfen, macht man noch Folgendes. Diese Steinwolle hat noch eine Alufolie, eine glänzende Alufolie mit aufgebracht. Warum? Damit es die Wärme reflektiert. Man hat also mehrere Effekte. Dann noch ein bisschen Luft so dazwischen, damit es hinterlüftet wird, damit es hier nicht zufällig Wasser sammelt und so weiter und so fort. Alles solche Maßnahmen dienen letzten Endes auch dem Klimaschutz. Ich mache noch mal kurz Pause, falls es noch Fragen gibt. Jetzt kamen Ideen aus der Schülerschaft, finde ich auch gar nicht so falsch, nur zu sagen, ich nehme hier eine Ziegelwand und nehme hier davor mit Abstand gehalten Putz und lasse hier Luft dazwischen. Hat man früher mal probiert, wird gerne bewohnt von Tieren, nützt nichts. Aber noch eins, warum nimmt man nicht einfach nur so Luft und macht so dicht, dass keine Tiere reinkommen? Wäre schwer so zu halten und dann kann sich hier in Kondenswasser bilden, auch Mist. Und nochmal grundsätzlich, warum nimmt man nicht nur Luft? Das kennen wir alle. Wir kennen die sogenannte kühlende Temperatur, Chilling Temperature. Da geht es darum, wenn ich jetzt hier so dastehe und ich habe schönes Wetter und die Sonne strahlt und die Luft bewegt sich nicht, dann strahlt mein Körper diese Wärme an die umgebende Luft ab. Ich habe hier so eine gewisse Lufthülle um mich. Ich empfinde es als ganz nett und warm. Wenn aber Wind ist und diese Luftschicht hier immer wieder wegträgt, dann erwärme ich den Wind und mir wird kalt. Das heißt, ich brauche irgendwas und deswegen nimmt man ja auch Kleidung und stellt sich nicht nackt hin und wartet darauf, dass diese Luft von alleine am Körper bleibt. Und man nimmt auch solche Sachen wie Steinwolle oder Styropor, um die Luft da zu halten, wo sie ist. Das ist der ganze Haken. So, ich mache das Video jetzt dicht. Das muss jetzt erstmal genügen.